Nee, deswegen, ich freue mich, wenn ich wieder in Deutschland bin und richtig krass Gym durchziehen kann. Ich möchte ja nebenbei auf jeden Fall wieder mit Fußball anfangen. Leute, ihr wisst, an die Leute, die mich kennen, ich habe ja 11 Jahre Fußball gespielt. Ich freue mich so sehr wieder, Leute. Ich vermisse einen Ball am Fuß zu haben, Leute. Mal einfach wieder ein bisschen rumkicken. Macht uns Spaß. An eine Frage, also an alle Mädels, die hier drin sind, ne? Freda? Mhm. Der ist gut. Was wollte ich jetzt? Ah ja. Also Leute, ich möchte mir seit Jahren schon Nägel machen. Ich habe seit 5 Jahren oder so eine Allergie gegen Gelnägel. Und ich habe mir dann versucht, wachsen zu lassen. Dann brechen die immer wieder ab und keine Ahnung was. Und ich möchte endlich wieder Gelnägel. Gibt es irgendwelche Gelnägel, die für Allergiker sind? Oder keine Ahnung, irgendwas, was... Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht. Ich habe damals ja auch sehr... Was... Okay, warte mal. Habe ich Acrylnägel immer gemacht lassen oder Gelnägel? Was ist der Unterschied? Kenne ich mich auch nicht mit aus. Ich habe so lange keine Nägel mehr gemacht. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt damals gekriegt habe. Ob es Acryl oder Gel war. Also ich hatte damals so ein eigenes Set zu Hause. Das habe ich mir über Amazon bestellt und damit habe ich mir immer die Nägel gemacht. Da musste ich mir Nägel aufkleben und dann da so ein Gel drüber machen. Ist das Gelnägel oder sind das Acrylnägel? Guten Morgen, Cindy. Acryl ist mit Pulver und so Wasser. Also das Ding ist, bei diesen Nägelmacher, wo ich damals war, die sind damals auch in so ein Pulver reingegangen. Ach, ich weiß auch nicht, Leute. Ich will es nicht nochmal riskieren. Ich habe es dann vor 2 Jahren nochmal ausprobiert. Ich habe es letztes Jahr nochmal ausprobiert. Und jedes Mal, wenn ich es ausprobiere, ich muss mir die am gleichen Tag noch abmachen, die Nägel wieder. Ihr wisst nicht, was das, wenn die so bombenfest sind, ne? Das ist Horror. Die schwellen dann richtig an. Ich kriege richtig Pusteln an den Finger. Bleibt kein Tag drauf. Du musst wieder abnehmen. Gibt es bei Amazon nicht so ein Anti-Allergiker-Gel? Das Problem ist, ich will mir halt jetzt auch nicht wieder alles bestellen, ohne zu wissen, ob es funktioniert. Also ich denke, ich würde dann irgendwie in irgendein Nagelstudio gehen, die sowas haben. Aber ich kenne kein Nagelstudio, das das hat. Irgendwie gegen Allergiker oder so. Ja, das habe ich auch damals gemacht mit Ankleben. Aber genau das war bei mir. Vielleicht bin ich auch gegen dieses UV-Licht, wenn ich das... Aber nee, das kann ja auch nicht sein. Oder der Nagelkleber. Vielleicht ist auch der Nagelkleber, wogegen ich allergisch bin. Ich weiß es einfach nicht, Leute. Das macht mich aber traurig. Hi, Robert, was geht? Weil ich muss jetzt zum Beispiel meine Nägel wieder abschneiden vor 2 Wochen oder so. Die wachsen jetzt langsam wieder nach, wie man sieht. Aber bis sie in der Länge sind, bis ich wieder so eine Mandelform oder so machen kann, das dauert jetzt locker noch 1 Monat oder 2 Monate. Und dann, wenn die gerade alle fertig sind, dann dauert es keine 2 Tage, dann bricht schon wieder ein Nagel ab. Und das nervt mich so. Und ich will endlich wieder irgendwie was Festes haben. Und ich singe diese Lieder. Kommt ihr gerade von diesem Video? Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Wie geht's euch? Ich mach drei Baguettes, ne? Da, das ist eine Spinne. Äh, 18.44 Uhr. Junge, die Vögel, die eskalieren ja schon ganz schön heute. Eins kannst du aufbewahren. Für morgen früh. Dann haben wir morgen früh noch. Fertig belegen, dann morgen früh. Ja, okay. Okay, kannst machen. Mit Thunfisch und Frischkäse, ne? Aber du kannst ja schon eine Schale mit Thunfisch und Frischkäse fertig machen.
Perfekt, du. Das Video ist so viral gegangen. Krass, oder? Ich glaube, es hat 700.000 Aufrufe oder so jetzt. Ich weiß auch nicht, woher. Und ich weiß auch gar nicht, warum das Lied. Seit August poste ich Videos, Leute, jeden Tag. Und dann genau das Lied geht viral. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich es so regelmäßig jetzt gepostet habe immer. Ich weiß es nicht. Jonathan, wie geht's dir? Nee, ich weiß nicht. Es hat auch irgendwie so, als das viral gegangen ist, ich war so, ich habe mein Leben an mir vorbeiziehen sehen, weil ich es nicht verstanden habe. Ich war so richtig so. Hä? Okay. Ergibt Sinn. Ja, naja. Vielleicht ein veganes Kind. Das könnte natürlich. War das ein Spaß oder gibt es so, also ist das wirklich etwas, was dann hilft? Jonathan, danke schön für den Babyfuchs. Ich weiß es halt nicht. Hi Jennifer, wie geht's dir? Danke fürs Teamherz. Danke für die Blümchen, Jonathan. Okay. Zitat ist süß, oder? Wie wir das da reingeschrieben haben. Aber heißt das denn jetzt Mönch, der im Flammen stand oder Mensch, der im Flammen stand? Klärt mich auf, Leute. Ich hab's nicht nachgeguckt.